Ich habe mein Xing-Profil gelöscht und das gestern auf LinkedIn kommuniziert und innerhalb von ein paar Stunden gab es schon alleine über 5000 Views, jede Menge Reaktionen, Kommentare. Da habe ich scheinbar wirklich so einen wunden Punkt getroffen. Ich würde ganz gerne heute mit Ihnen teilen. Erstens, wieso, weshalb, warum habe ich mich dazu entschlossen, mein Xing-Profil, was ich wirklich über eine Ewigkeit schon hatte, zu löschen? Wann würde ich es auch nicht löschen? Und Nummer zwei, ein paar Gedanken dazu teilen, wie spannend eigentlich dieser Prozess dahinter ist, wie lange wir mit Dingen so halbschwanger gehen, bevor wir denn endlich doch uns durchringen, eine Entscheidung zu treffen. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Impulsvideo. Mein Name ist Hartmut Sieg und bei mir geht es um die spannenden Themen Key Account Management, strategisches Verkaufen im B2B und um die persönliche Produktivität. Xing. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich auf Xing war. Ein total cooles Netzwerk. Ich durfte selber als Trainer und Berater schon für Xing auch tätig sein. Ein cooles Unternehmen. Alles tut die. Und von daher herzlichen Dank, Xing, dass ich so lange auf eurer Plattform dabei sein durfte. Ich habe auch vor vielen Jahren auch immer klar mal noch gesagt, Empfehlung für jeden Key Account Manager ist eine klare Muss-Empfehlung, ist die Premium-Mitgliedschaft auf Xing. Einfach, um sich auch zu connecten mit den Kunden, mit anderen Menschen. So, und jetzt, wieso, weshalb, warum habe ich dann aber eigentlich das Profil gelöscht? Nummer eins, solange ich selber im Angestelltenverhältnis war, was schon lange her ist, aber da war Xing total nützlich, auch einfach, um von Headhuntern gefunden zu werden. Und würde ich heute im Angestelltenverhältnis noch sein, ich würde auf alle Fälle auf Xing bleiben, als Karrierenetzwerk. Ja? Ganz klar, Daumen hoch für Xing. Für mich gab es dann für viele Jahre, über viele Jahre hinweg auch so eine Trennung. Es gab für mich Xing deutschsprachig, also mehr deutschsprachig, auch wenn sie international aktiv sind, aber mehr deutschsprachig, und es gab LinkedIn mehr international. Und das war so ein bisschen deswegen zwei Netzwerke und deswegen auch diese Balance zwischen beiden. Und das hat sich für mich gedreht. Mittlerweile ist LinkedIn für mich nicht nur englischsprachig und international, sondern auch sehr stark im deutschsprachigen Raum unterwegs. Zweitens, was ich suche ist, ich suche ein Netzwerk, mit dem ich mit meinen bestehenden Kontakten in Verbindung bleiben kann, bei meinen bestehenden Kunden auch sichtbar bleiben kann. Ich suche vor allem eine Plattform, wo es auch einen inhaltlichen Austausch zu diesen Themen Key Account Management, strategisches Verkaufen im B2B und persönliche Produktivität gibt. Und ja, es gibt auf Xing auch eine Reihe von Gruppen, große Gruppen, auch im Bereich Key Account Management, aber meine persönliche Empfindung war und ist, dass dieser Dialog, die Interaktion dort eher etwas träge war und auf LinkedIn wesentlich aktiver war. So, und da ich etwas suchte, wie gesagt, einfach um mit bestehenden Kunden in Verbindung zu bleiben und ich diesen Austausch suchte und für potenzielle Kunden logischerweise auch irgendwie sichtbar sein wollte, Social Selling als großes Stichwort auch dahinter, war für mich mittlerweile LinkedIn eigentlich das Netzwerk, was ich über viele Monate, Jahre mittlerweile eigentlich bevorzugt bedient habe. Xing war immer noch da und Kontaktanfragen habe ich auch bedient, aber ich habe es gar nicht mehr proaktiv genutzt. Ich habe auch, glaube ich, vor 2 Jahren schon meine Premium-Mitgliedschaft genutzt, weil ich es proaktiv gar nicht mehr so genutzt habe. Und in den Gruppen war ich auch nicht mehr wirklich aktiv. So. Und Sie sehen schon aber, es war so längere Zeit immer noch da, aber ich habe es nicht gelöscht. Und Sommerferienzeit ist für mich auch immer die Zeit, um einmal noch wieder rechts ranzufahren, Dinge in Frage zu stellen, und plötzlich stand Xing wieder auf der Liste. Und zwar einfach die Frage, wie viele Social Media Kanäle brauchst du wirklich, was sind die für dich relevanten und worauf fokussierst du dich? Und meine persönliche Entscheidung war zu sagen, LinkedIn ist für mich das Netzwerk der Wahl im B2B-Umfeld, mittlerweile auch in Deutschland, um mit den Kunden in Beziehung zu bleiben, mich austauschen zu können zu den spannenden Themen und für neue Kunden, potenzielle Kunden sichtbar zu sein. Xing habe ich eigentlich nur mitgeschleppt. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, final Xing zu löschen. Ging uns total problemlos. Großes Dankeschön an das Xing-Team, dass das so einfach ging. Auch ohne 1000 irgendwie Nachfragen nach dem Motto, wollen Sie wirklich und noch können Sie 2 Wochen es wieder reaktivieren. Sondern es ging einfach löschen, fertig, aus. Punkt. Cool. Danke, Xing.
Wann würde ich also auf Xing auf alle Fälle bleiben? Ich wäre im Angestelltenverhältnis und ich suche ein Karrierenetzwerk. Dann würde ich auf alle Fälle dieses Netzwerk auch nach wie vor aktiv nutzen. Spannend ist jetzt aber der zweite Aspekt. Und den will ich auch ganz gerne mit Ihnen teilen. Also Frage Nummer eins ist, auf wie vielen Social-Media-Kanälen sind Sie wirklich aktiv? Wie viele nutzen Sie auch aktiv? Und wie viele Kanäle saugen eigentlich nur Ihre Zeit, Ihre Ressourcen, Ihre Energie? Bei wie vielen Plattformen sind Sie eigentlich nur mit dem Daumen immer dabei, den Feed durchzuscrollen, ohne aktiv auch diesen Kanal zu befüllen? Also Sie saugen nur, und das ist am Ende des Tages eigentlich nur Zeit, Verschwendung. Ja, damit können Sie mal wirklich darauf achten, wie viel Sie selber einstellen und wie viel Sie so selber nur saugen. Und vielleicht auch dementsprechend mal die eigenen Kanäle in Frage zu stellen. So, der zweite Punkt ist, ich habe wirklich über Jahre hinweg quasi Xing noch gehabt, aber nicht wirklich genutzt. Ich habe auch viele Kunden bei mir in der 66-Tages-Challenge, die sagen, ich habe immer noch ein Premium-Profil zum Beispiel, die Premium-Mitgliedschaft, nutze die aber gar nicht. Was ich damit ausdrücken möchte, ist, wie viele Dinge schleppen wir so als Ballast einfach mit uns noch mit, und wir haben nicht den Mut, uns davon zu trennen. Das fand ich spannend. Ich habe so viel Angst davor gehabt, das Profil endgültig zu löschen. Man könnte es doch brauchen. Jetzt verliere ich wieder einen Backlink auf meine Webseite. Und wenn da doch mal ein Kunde und bla 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 bla. Am Ende Ausreden. Fokus ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Und das sagen wir immer so locker flockig. Wir sagen im strategischen Verkauf immer, fokussiere dich auf die wichtigsten Anfragen. Wir sagen im Key Account Management, fokussiere dich auf die wesentlichen Player im Markt, auf die wichtigsten Kunden. Wir sagen im Bereich der persönlichen Produktivität immer so locker flockig, fokussiere dich auf die wichtigste Aufgabe des Tages, auf das One Thing. Aber Fokus geht auch immer einher mit der Frage, was tun Sie nicht mehr? Und ich fand es so spannend, wie schwer ich mich getan habe, den Mut aufzubringen, Nein zu etwas zu sagen. Und ich lade Sie ein, auch mal sich selber zu reflektieren, wie viele Dinge schleppen Sie als Ballast mit und bei wie vielen Dingen fehlt Ihnen einfach der Mut, sie wirklich auch mal abzuwerfen, loszulassen. Das war der Impuls der Woche. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche. Bleiben Sie gesund und bis bald. Ihr Hartmut Sieg.